Jo, servus. Wenn es dir möglich ist, dann versuche mal vor dem Schlafen noch mal kurz spazieren zu gehen. Solltest du einen Hund haben, wäre das natürlich ideal. Du konzentrierst dich, während du spazieren gehst, abwechselnd auf deine Sinne. Meinetwegen angefangen mit dem Sehen, Hören, Fühlen. Was siehst du? Beobachte alles in deiner Umgebung genau. Ein vorbeifliegendes Flugzeug oder ein Auto. Nach ein paar Minuten richtest du deine Aufmerksamkeit auf das Hören. Was hörst du alles? Fahrende Autos, Vögel oder dein eigenes Laufen zum Beispiel? Du kannst bei deiner Aufmerksamkeit ruhig immer mal auf was anderes wechseln. Gerade hast du noch ein Auto gehört und nun hörst du eben einen Hund bellen. Wieder nach einigen Minuten fühlst du deine Füße beim Auftreten, während du läufst. Oder du nimmst jetzt deinen ganzen Körper wahr. Das machst du so lange, wie du willst, aber umso länger, umso besser. Du kannst SSILD auch gerne öfter in deinen Alltag anwenden, zum Beispiel während du auf Arbeit bist. Auch das ist sehr hilfreich, spontane Klarträume zu bekommen. Und dann zusätzlich nochmal vor dem Schlafen gehen und deinen spontanen Klarträumen dürften wohl nichts mehr im Wege stehen. Hoffe ich mal. So, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Okay.